Der König der Löwen, wohl einer der beliebtesten Zeichentrickfilme aller Zeiten. 2019 folgte das gleichnamige Live-Action-Remake, das ein weltweites Einspielergebnis von über 1,6 Milliarden Dollar erzielte. Auch wenn sich nicht alle von der Neuauflage begeistert zeigten. Disney lässt es drauf ankommen und bringt nun mit Mufasa ein Prequel zu der beliebten Geschichte ins Kino. Der erste Trailer zeigt bereits, wohin die Reise geht und spaltet erneut die Gemüter. In unserem heutigen Original erfahrt ihr alle wichtigen Infos, was euch in dem tierischen Abenteuer erwartet. Der Name verrät es bereits, der Film dreht sich um Simbas Vater Mufasa. Das 1994 erschienene Buch A Tale of Two Brothers dient dabei als Vorlage. Der junge Mufasa wird darin von seinen Eltern getrennt und anschließend von einem anderen Löwenjungen namens Taka gerettet. Die beiden freunden sich an und wachsen anschließend gemeinsam wie Brüder auf. Im Laufe der Jahre werden sie mit einer Gruppe anderer Löwen konfrontiert, die ihre Existenz bedrohen. Mufasa und Taka müssen fliehen. Auf ihrer Reise begegnen ihnen dann allerhand Gefahren, die ihre Treue zueinander auf eine harte Probe stellen. Außerdem werden wir erleben, wie aus Taka schließlich der uns bekannte Bösewicht Scar wird und wie er seine namensgebende Narbe erhält. Der erste Mufasa-Trailer verrät noch nicht viel zur Story, enthält aber einige interessante Details. Wir sehen darin zum Beispiel die beiden Protagonisten sowohl im Kindesalter als auch zu größeren Löwen gereift. Außerdem taucht eine Schneelandschaft auf, ein eindeutiges Zeichen, dass Mufasa einen weiten Weg zurückzulegen hat. Zu Beginn des Trailers verkündet Rafiki, dass Mufasa keine königliche Abstammung hat, im Gegensatz zu Taka, der laut offiziellen Angaben in der Story der eigentliche Thronfolger ist. Wir können also erahnen, warum Scar später äußerst verbittert sein wird, dass sein ehemals bester Freund an seiner Stelle der König der Löwen geworden ist. Für viele Diskussionen sorgte das Erscheinen von Timon und Pumba. Diese dürften in der Vorgeschichte von Mufasa ja eigentlich keine große Rolle spielen. Tatsächlich wird es wohl so sein, dass die Geschichte im Film von Rafiki erzählt wird und zu seinen fleißigen Zuhörern gehört das beliebte Duo ebenso wie auch Kiara, die Tochter von Simba und Nala. Die Reaktionen auf den Trailer fielen überwiegend positiv aus. Viele zeigten sich beeindruckt von der visuellen Qualität der Effekte. Interessanterweise gab es aber auch zahlreiche Stimmen, die gerade das Gegenteil behaupten. Diese sprechen unter anderem von einem Videospiel-Look. Ganz abgesehen von der üblichen Kritik, dass Disney mit seinen ganzen Remakes und Fortsetzungen ohnehin nur Geld drucken wolle. Der Cast des Films verspricht ein Wiedersehen mit zahlreichen Figuren des Vorgängers. Neben Rafiki in Alt und Jung sind Simba und Nala ebenso aufgelistet wie ihr königlicher Berater Zazu und eben Timon und Pumba. Neben der Rahmenhandlung wird der Großteil des Films aber sicherlich in der Vergangenheit spielen. Hier übernehmen Calvin Harrison Jr. und Aaron Pierre die Hauptrollen von Taka und Mufasa. Deren Eltern werden ebenso eine Rolle in dem Film spielen wie ein Löwe namens Kiros, gesprochen von Mads Mikkelsen. Wir gehen stark davon aus, dass er vermutlich den Bösewicht des Films darstellen wird. Für die Regie zeigt sich der preisgekrönte Regisseur Barry Jenkins verantwortlich, der vor allem mit seinem Werk Moonlight für Aufsehen sorgte. Das Drehbuch stammt von Linda Wolverton, die auch schon die Vorlage für die Zeichentrickvariante von Der König der Löwen verfasste. Eine echte Veteranin der Reihe also. Die Musik stammt erneut von Hans Zimmer in Zusammenarbeit mit Nicholas Brittle und Popstar Pharrell Williams. Regisseur Barry Jenkins verriet außerdem, dass der Film eine Reihe komplett neuer Songs enthalten werde. Diese stammen von Hamilton und Encanto-Mastermind Lin-Manuel Miranda. Ob Mufasa, der König der Löwen, die Erwartungen der Fans letztendlich erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Nach dem Hype um den ersten Trailer ist noch etwas Geduld gefragt. Am 19. Dezember 2024 startet der Film in den deutschen Kinos. Was meint ihr? Habt ihr Lust auf weitere Live-Action-Abenteuer aus der Welt von Der König der Löwen? Oder sollte es lieber in eine ganz andere Richtung gehen? Sagt es uns in den Kommentaren und lasst dem Video ein Like da, wenn euch unsere kleine Vorschau gefallen hat.